Sauna ist geil. Ich mache fast jeden Sonntag Sauna, weil es einfach ist einfach schön. Soll ja auch die Abwehrkräfte stärken, ne? Angeblich. So, guck mal hier. Da ist doch unsere Hut. Unsere Hut. Nee, das solltest du auch nicht. Immer positiv denken, gell? Ja. Immer positiv denken. So. Genau, jetzt sind wir hier. Okay, jetzt sind wir hier und müssen da rein. Na, hier unten hin. Hier unten hin. Das ist ein kleiner Weg. Ein guter Weg. Kleiner, guter Weg. Ich versuche noch mal ein bisschen nach goldene Kisten Ausschau zu halten. Das triggert nämlich hier so ein bisschen der Felsen, ne? Ja, immer positiv denken, immer positiv. Oh, das ist natürlich auch hier oben schön, gell? Oh, ich habe gerade gedacht, ich sehe ganz viele gelbe Kissen dabei. Sind es diese Sporen, ne? Die hier rumeiern. Meint ihr, es gibt goldene Kisten auf diesen größeren Felsen? Da oben kann natürlich wieder eine Kiste sein, ne? Da muss ich auch mal hin. Da muss ich auch mal hin. Hin vor allem. Weil hier. Nee, da ist nichts. Schade. So, hier war ich auch noch nicht drin, ne? In dem Gerät hier. Willkommen auf deinem zugewiesenen Planeten. Deine Mission ist es, den Terraforming-Prozess dieser Welt voranzutreiben. Erzeuge dazu O2, Hitze und Luftdruck. Erreiche zuerst 175.000 TI und erschaffe blaue Atmosphäre. Da hat jemand dieselbe Aufgabe bekommen wie wir irgendwie, ne? So, dann stellen wir hier auch noch mal einen Bildschirm hin. Aber ich denke mal, hier hinten ist nichts. Ja, hier hinten ist nichts. Könnten wir eigentlich dann wieder abbauen, ne? Ja, das schafft ihr schon, Alex. Wieso, Maria? Was habe ich Ihnen gerade gesagt? Ja, moin. Zankor, ne? Herzlich willkommen. Hallöchen. So, und los geht's. Ab in den Bunker. Denn da müssen wir hin. Der ist anscheinend ziemlich groß. Das müssen wir natürlich jetzt auch noch alles abbauen. Oder wir können irgendwann hier wohnen. Wäre natürlich geil, ne? Zockerking, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. So, jetzt waren wir hier. Das müssen wir natürlich auch noch mitnehmen. Der ganze Schrank ist noch voll. Den können wir ja da lassen. Hier, so weit sind wir noch nicht gekommen. Ach so, warte mal kurz. Das habe ich nämlich noch auch noch nicht gemacht. Hier geht's. Oh, hier geht's noch mal runter. Uah. Frank, vielen lieben Dank für ein Gifted Sub an Zocker King und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Dankeschön, Frank. Wegen deiner Hut. Ja. Ui. Oh Gott. Ist hier irgendwo was Besonderes drin? Ich lure mal rein. Nee. Okay. Aber ich bin trotzdem neugierig, wo es dann hier hingeht. Oh Gott, in den neuen Raum. Okay. Wir müssen noch einige Male hier zurück. Einige Male. Denn wir sind schon wieder voll. Ja, Anja. Wir brauchen neue Abzeichen für ein Jahr. Wieso? Was meinst du damit, Alex?
Du hast doch jetzt das Z mit Herz. Das ist doch das für ein Jahr. Oder was meinst du? Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Ich bin ja noch nicht so weit. Ich muss ja jetzt erstmal gucken, dass ich wieder mich entlute, weißt du? Ja, der Gönner. Ja. Ja, ab einem Jahr gibt es das Z mit Herz, Alex. Na, da muss ich noch nicht hin. Ich habe noch genug Sauerstoff. Deswegen, du hast jetzt das Z mit Herz. So hattest du es vorher nicht. Baldur, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich habe die Höhle gefunden. I have found the Höhle, meine Freunde. Und diese kleine Spalte müsste ich dann immer hin. Ja, danke, danke. Aber mein Lootherz, weißt du, es war klar, dass ich es früher oder später. Nur die goldenen Kisten, die sind natürlich dann mein Endgame, mein persönliches. Irgendwie goldene Kissen sind wirklich sehr, sehr schwierig. Aber ja, mit Glitzer wäre natürlich auch cool. Alex, ja. Ja, ich finde das mega gut. Mich würde das auch mal interessieren, ob wir vielleicht in die anderen Räume, in denen wir schon waren, vielleicht noch mal reingehen sollten. Weißt du? Vielleicht gibt es da überall jetzt irgendwie so ein bisschen umgebaut. Ja, der Lootfinger juckt. Es ist einfach ganz, ganz schlimm. Es ist ganz, ganz schlimm. So, dann gucken wir erstmal, was wir hier Neues haben. Blaupause Mikrochip. Innenbeleuchtung. Wofür brauche ich denn eine Innenbeleuchtung? Wo ist denn die jetzt? Hier. Eine Lampe, die überall platziert werden kann. Ja, innen. Wofür brauche ich denn eine Innenbeleuchtung? Ja, ich denke auch, Pittichen. Wofür brauche ich denn eine Innenbeleuchtung? Ich bin irritiert. Oh Gott. Also, ich brauche leider noch einen Schrank für Superlegierung. Hätte ich niemals gedacht. Aber naja. Loot tut nur mal gut. Super Leck. Warnung. Warning. So, dann kommt hier noch Alu rein. Ich habe das Gefühl, weil ich so viel Material habe, dass ich irgendwas noch nicht hergestellt habe oder ich zu viel am Entdecken und Looten bin als am Herstellen. Hab mir das Game auch geholt. Sehr schön, Baldur. Ja, macht Spaß. Und für den Preis kann man halt wirklich nichts sagen, gell? Man ist schon eine Zeit lang beschäftigt. Ich muss jetzt echt noch mal gucken. Wir gucken mal hier auf die Anzeige. Das Ganze rödelt ganz gut. Luftdruck und Biomasse wäre vielleicht nicht schlecht. Und Sauerstoff, hä? Vielleicht, dass wir noch mal ein paar Raketen hochschießen. Was fehlt uns denn hier? Biomasse. Habe ich ein bisschen. Na, ich habe noch so viel Zeugs auf der Hand. Ja, Biomasse-Rakete werden wir noch mal schießen. Ich hab alles, ja, aber ich glaube, du musst schon viel machen. Hallo Killer Dice, Servus. Kannst mal bei Steam gucken. 16 Euro gerade irgendwie sowas.
Was soll ich denn mit den ganzen Samen? Das irritiert mich auch sehr. Dass ich ganz klar halt was zu essen brauche, ist mir schon klar. Aber du kriegst auch jedes Mal wieder Samen zurück. Es ist ja nicht so, dass die sich verbrauchen. Entweder haben sie das irgendwann jetzt mal geplant, aber ich weiß nicht, was ich damit soll. Du kannst ja nicht mehr als essen. Ich meine, wenn wir im Multiplayer unterwegs wären, ne? Und wir viel Essen bräuchten, kann ich das noch nachvollziehen. Aber das ist ja ein Singleplayer-Game, ne? Das mit den ganzen Gemüsesamen kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Wenn du langsam dann so viel hast. Ich glaube, ich loote auch das nächste Mal einfach keine Samen mehr. Oder? Normalerweise ist das, glaube ich, so, Pittichen. Steht ja auch dabei, ne? Das steht ja dabei. Sehen wir schon Bäume? Nee, ne? Wir gucken mal jetzt gleich von oben. Boah, geil. Ja, ne? Hätte ich nämlich jetzt auch gesagt. Biomasse. Lirma-Samen brauchen wir dafür. 1000%, ja. Genau. Also, Lirma-Samen. Hatten wir die Biomasse noch? Ach doch, die die Biomasse. Hatten wir die echt schon mal hochgeschickt? Ich glaube nicht. Lirma-Samen, Dünger. Lirma-Samen, Dünger. 2 Legierungen. Lirma-Samen, Dünger, 2 Legierungen. Oh Gott, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Lirma-Samen. Hier. Und 2x Dünger. Muss ich mal gucken, ob ich oben noch ein bisschen Dünger am Start habe. Das sollte das eigentlich sein, ne? Ja, ich weiß. Ja, so weit bin ich noch nicht. Ich habe diese Baumdinger-Verteiler noch nicht. Juhu. Aber das kommt ja bald. Lanari, Prost! Klong! Richtig, wenn man Frosch im Hals hat, muss man trinken. Ne? Nee, wenn du glaubst, dass es zu lange dauert. Das war ja mein Fehler gewesen in der Demo-Pittichen. Wenn du glaubst, es dauert zu lange, dann musst du Raketen abschießen, weil dann hat es auf einmal angefangen zu rattern. Die Raketen machen das Ganze. Ja. Und Xankor, vielen Dank für dein Follow und herzlich willkommen. Ich will noch so viel machen. Ach, die Baumrinde fehlt mir noch. The Baumrinde. Dann gehen wir doch mal kurz hier rein. Der Weg ist kürzer. Die Baumrinde. Hier einmal durch. Zack. Zack. Und zack. Ständig neue Baupläne. Und dann will ich das sofort bauen. Ist ja auch richtig. Soll ja auch, glaube ich, so sein, Pittichen. Ja, Mann. WB Anja. So, jetzt will ich Biomassenrakete machen, weil die Biomasse bleibt bei mir förmlich stehen. Deswegen schicken wir jetzt einfach mal ein bisschen so ein paar Raketen hoch, würde ich sagen. So, push the button. Push it real good. So, tschüss. Jetzt geht natürlich hier wieder die Atmosphäre. Wird jetzt gleich wieder eskalieren.
Ja, hier wird es jetzt gleich wieder bum 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 machen. So, Saatstreurakete war klar, GPS-Rakete war klar. Vielleicht ein Blumengenerationsbonus durch die Sauerstoffmultiplikator. Sauerstoff brauche ich auch. Dann würde ich sagen, machen wir nochmal Bakterie, Mutagen. Schicken wir dann gleich nochmal die nächste Rakete raus. Ach so, hier war ja nichts. Ja, es geht um den Sauerstoff. Na, jetzt geht es um die Biomasse, dass die ein bisschen voranschreitet. Und der Sauerstoff ist auch bei mir fast stehen geblieben. Ne? Deswegen muss ich die Sauerstoffrakete jetzt noch losschießen. Das klappt hier eigentlich ganz gut, ne? Wenn du dir hier so mal so ein paar Algenteile gesetzt hast. Geht auch relativ schnell. Ich habe, wie gesagt, das Gefühl, in der Demo ging es nicht so schnell. Als ob die da was ein bisschen an der Geschwindigkeit geändert haben. Aber ist ja nicht schlimm, ne? Ich weiß auch gar nicht, wie viele verschiedene Spielschwierigkeiten es gibt. Ich spiele ja auf Standard. Weil ich das irgendwie anfangs nicht einstellen konnte. Ajo. So, dann gehen wir erstmal das eine Zeugsel herstellen. Das da brauchen wir. Und dann brauchen wir noch eins. Dafür brauche ich aber noch Wasser. Da ist jetzt kein Wasser mehr drin. Ja, ja. Ist schon krass, ne? Oh je, jawohl. Ja. Eigentlich ist es das Schöne, dass du in dem Spiel... Du kriegst halt immer gesagt, okay, du kannst jetzt das und das herstellen. Und dann musst du es eben auch herstellen, damit du halt einfach dann weiterkommst, ne? So, und jetzt brauchen wir noch die Methankartusche. Einfach Standard schwer und Horror. Ach du heiliger Strohsack. Das ist ja krass. Okay. So. Dann haben wir einmal das. Einmal das, einmal das. Baumrinde haben wir auch. Jetzt glaube ich, brauchen wir nur zwei Legierungen und noch so einen Raketenantrieb. Zwei Legierungen. Und dann sollte das doch wieder losgehen, oder? Bestimmt haben wir wieder irgendwas vergessen. Nee, passt. Also, ne, hier ging es jetzt gerade um die Biomasse. Seht ihr das? Biomasse-Multiplikator. Und jetzt brauchen wir nochmal einen Sauerstoff-Multiplikator. Deswegen die Saatstreurakete. Und push the button. Denn wir wollen natürlich so schnell wie möglich zu den Insekten kommen, ne? Das ist klar. So. Dann gucken wir mal ganz kurz. Das ist auch Sauerstoff. Vielleicht sollten wir noch ein Biodom bauen. Wohnabteil ist klar.
Dann haben wir hier den Bohrer. Das ist Wärme. Luftdruck, Wärme. Luftdruck. Heizung, Wärme. Kernreaktor hat Energie. Der Bohrer ist auch klar. Der Algengenerator bringt auch Sauerstoff, ne? Hallo Selteros, herzlich willkommen. Nicht Horror, sondern Hardcore. Höherer Verbrauch von Nahrung, Luft, Wasser und so wie Permadeath. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Strohsack. Mega. Das wäre nix für mich. Das wäre nix für mich. Ich spiele viel zu riskant. Ne, guckt euch das mal an. Ich mein, Sauerstoff ist jetzt schon wieder leer, weil ich hier die ganze Zeit Looky Looky mache. Ich spiele viel zu riskant. Aber wäre trotzdem interessant, ne? Und Yahoo, vielen, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Und damit herzlich willkommen bei den Zockersuchtis. Mega! Und ganz viel Spaß mit den Emotes. Liebe Zockersuchtis, wir haben einen neuen Zockersuchti am Start. Begrüßt ihn mal alle. Mega! Vielen Dank, Yahoo. Herzlich willkommen. Weiß einer, ob man einfach auch beim Sterben Ressourcen verliert? Also wie gesagt, Pittichchen, in dem Schwierigkeitsgrad Standard, in dem wir gerade sind, angeblich, ja. Soll man seinen Rucksack verlieren, aber man kann ihn wieder aufsammeln. Ach so, O2 seht ihr nicht. Nee, warte mal. Hier. Und wenn der leer ist, dann siehst du das. Dann fühlst du es. Such die, jammern. Auf Standard, nicht auf schwer. Aha. Pittichen, Prost. Klong. Und auf Standard, wie ist das da? Verliert man die Hälfte oder was? Weil ich habe gehört, jetzt auf leicht verliert man nur die Hälfte. So, merkt man irgendwas vom Sauerstoff und von der Biomasse, dass ich da Raketen in den Himmel geschossen habe? Merkt ihr was? Die Wärme geht halt Mods ab, ne? Luftdruck. Luftdruck. Vielleicht sollte ich doch... Wo war denn das gewesen, was ich gerade geguckt hatte? Hier. Nee. Das war die Heizung. Hier. Ich baue noch mal einen Bohrer. Freak, Prost! Ich baue noch mal einen Bohrer. Der hat auch viel Luftdruck. Ne? 6 Legierungen und 3 Osmium. Und 3 Osmiums. So, und dann wird nochmal ein Bohrer gebaut. Um das Ganze ein bisschen voranzutreiben, ne? So. Kann man eigentlich ganz gut beobachten, ne? Die Veränderung. Gleich am Bildschirm. So, wie sieht's aus?
Ja, Luftdruck geht schon wieder ein bisschen besser, ne? Aber die Wärme eskaliert halt richtig gut, ne? Mahlzeit, stolze Opa, Hallöchen. Na? Ja, ich weiß, ich muss was trinken. Trinken und essen, so ist das. So ist das. So. Vielleicht sollte ich immer mal wieder so eine Rakete abschießen. Das wäre bestimmt nicht schlecht. Wenn ich es richtig lese, verliert man auf Standard ein paar Gegenstände. Auf intensiv schwer werden die Gegenstände im Rucksack zerstört. Ach, sogar zerstört. Also wie gesagt, ich habe gehört, dass der Rucksack droppt und du kannst den wiederholen. Aber das ist dann wahrscheinlich auf leicht so, ne? Das ist dann wahrscheinlich auf leicht. Ein Methanstab habe ich hier noch. Nee, ne, Iridium. Sorry. Das kann ich noch essen. Die Samenkiste ist voll. So, und dann können wir uns hier noch mal den Baum rausholen. Der kommt dann wieder hier rein. Und dann, ja. Nächster Baum. Weiß nicht, ob es richtig ist. Ach so, wir haben hier, müssen das noch rausnehmen hier. Zack. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, dass wir hier so viele Bäume herstellen. Wir werden es sehen. Lieber zu viel als zu wenig, ne? Sagt er ja auch immer. Lieber haben als brauchen, ne? So, dann geht's hier wieder runter. Ich habe so viel Sauerstoff am Start, ne? So, zack. Auf Standard passiert gar nichts, du stirbst und spawnst mit allem. Oh, hat sich das nicht verändert? Ach, auf leicht. Okay, also ich darf wirklich jetzt nicht sterben, ja? Okay. Ich muss jetzt also wirklich aufpassen, wie ich hier voranschreite. Also die Eisenkiste war ja voll. Oh. It's a go, würde ich sagen. Wir sind wieder entleert. Hast du nicht auf leicht gemacht, Pittichen, oder was? Ich bemühe mich jetzt halt einfach nicht zu sterben. Und das klappt ja auch eigentlich ganz gut. Wir haben halt klar, am Anfang sind wir ein bisschen eskaliert, aber wir kennen ja das Spiel jetzt eigentlich ganz gut und kann ja eigentlich ja gar nichts mehr passieren. Ach so. Ah, cool. Beides. Aha. Ja, merkst du da extremen Unterschied oder nicht so?
Ich will nicht wissen, wie oft ich an goldenen Kissen schon vorbeigeflogen bin. Ich will es gar nicht wissen. Vollprofi halt, weißt du? Die sind ja manchmal schon ganz schön offensichtlich, ne? Und trotzdem siehst du sie nicht. Oder ich. Ja, anders geht es, Xanko, eigentlich leider nicht, um halt sich so eine kleine Minimap zu erstellen, ne? Das geht leider nicht anders. Leider, leider. Goldene Kisten. Goldene Kisten. Der Unterschied zum Prolog ist auf Standard halt dann jetzt. Ressourcen. Oh. Ressourcen verlierst, aber kannst du wiederholen, wo du gestorben bist. Also doch wäre das so. Wenn ich jetzt sterben würde, könnte ich sie wieder aufsammeln. Ja, man hat die Map schon so halbwegs im Kopf. Eigentlich bräuchte ich für die Map gar nicht den Bildschirm, sondern eher, um dann eben zu gucken, ist hier noch irgendwas? Ne? Aber hier siehst du eindeutig, hier ist halt gar nichts. Ne? Da brauchen wir auch nicht weiter zu erkunden. So. Nee, der Raum war hier noch nicht gewesen. Da geht's noch mal runter. Wir müssen aber hier lang und erstmal die Sachen hier aufsammeln. Die Kisten können ja am Ende stehen bleiben, ne? Alter, hier ist ja noch mal ein neuer Raum. Nee. Nee, da bin ich hergekommen, ne? Ach, ich bin einmal hoch. Ach, hier ist so ein kleiner Raum. Okay, verstehe. Okay, weiter. Gut, jetzt geht's hier durch. Und hier runter. So, und jetzt müssen wir uns hier durchfräsen. Ach, du Heiliger. Hier hat jemand wieder ein Mitteilungsbedürfnis. Willkommen auf deinen zugewiesenen Planeten. Okay, also auch wieder eine Nachricht von einem Gefangenen. Und hier auch, ne? Ach du Scheiße. Ist das ein Grab oder was, wo ich gerade drin bin? Ist das ein Grab? Hier steht überall dieselbe Nachricht, wetten. Und alles 3055. Gibt es auch andere Jahreszahlen? Mal drauf achten. Nee. Oh, wir sind nicht alleine, Leute! Nee, es ist alles dasselbe. Oh, fuck. Oh mein Gott, wir sind nicht alleine. Das sieht aus wie ein Grab. Alles 3055. Weil, nein, es war ja eigentlich so gedacht, wir haben eine Nachricht bekommen, dass wir alleine auf diesem Planeten sind. Aber das stimmt ja eigentlich jetzt gar nicht, ne? Oh mein Gott, 2 Chips. Okay, was steht erstmal in der E-Mail? Du hast mich hierher geschickt, um zu sterben. Du wusstest, dass es unmöglich war. Es ist dir egal. Alles, was dich interessiert, sind Profit und Kolonialisierung. Wer auch immer es für eine gute Idee hielt, sollte zur Hölle fahren. Der Plan war nie Vergebung. Seid verflucht, Sentinel Corp. Ein Jahr später. Ach du heiliger Strohsack. Oh, wir haben keinen Sauerstoff. Ach du heiliger Bimbam. Ja gut, war ja
Wenn man jetzt weiß, wie der Raum ausschaut, ist das ja nicht schwer. Aber ich muss hier trotzdem noch mal zurück, ne? Oder ich lass Eisen da. Ich tue jetzt ein bisschen aussortieren. Kann er die Blumen noch mitnehmen hier? Sogar hier oben, ne? Boah. Heftig, Leute. Heftig, oder? Der arme Kerl. Gut, wir sind auch arm. Wir sind in derselben Situation, ne? Hallo Fritz hier. Servus, herzlich willkommen. Boah, krass. Der hat wohl alle aus der Kapsel gesammelt. Ich weiß es nicht. Wir sind besser, meinst du? Wieso habe ich irgendwas vergessen, Fritzchen? Nee, ne? Hallo Oliver, herzlich willkommen auch an dich. Servus. Wow. Das ist schon eine krasse Situation, in der wir gerade stecken, ne? Eigentlich kriegst du gerade mitgeteilt, dass du es auch nicht schaffen wirst und dass du eigentlich zum Sterben zurückgelassen worden bist, ne? Der Planet war ja nicht terraformt, als wir kamen. Wir haben es ja schon geschafft. Aber wenn eh keiner erwartet, dass du es schaffst, kannst du doch auch eigentlich nur noch gewinnen. Ja. Und wenn ich es nicht... Oh Gott. Und wenn ich es nicht schaffe... Hier war nichts mehr, ne? Wenn ich es nicht schaffe, dann schicken sie halt den nächsten Gefangenen am Ende, ne? Das ist halt dann immer die Geschichte. Du wirst halt einfach dann ausgetauscht. Moin, Rocker! Juhu! Hast mich ja wieder bekommen hier, in dieser düsteren Landschaft, in der ich gerade rumfliege. Ja, Warning. Warning! Hallo, Witter, herzlich willkommen, hallo! Alle anderen waren nicht in der Lage, sonst wäre der Planet schon grün. Aber vielleicht beginnt ja auch alles jedes Jahr wieder von vorne. Das wäre natürlich übel, ne? Zumindest bist du weitergekommen als deine Vorgänger. Ja. Du kannst doch jetzt schon auch überleben auf dem Planeten. Die anderen sind alle tot. Ja, aber so wie ich das ja mitbekommen habe, sind die ja nur tot, weil Dinge einfach schief gelaufen sind. Weil, was war die letzte Meldung gewesen? Irgendwas ist explodiert und irgendwas... Hat nicht funktioniert. Ja. Na, Zensi ist, ja. Raka, du könntest Glück haben. Na, vielleicht hing das ja auch nur an den Geräten. Vielleicht waren die auch alle gut drauf. Aber na, wir machen ja hier auch mit Kernreaktoren rum. Ne? Wer weiß, was das alles soll. Ich meine, anders geht es wahrscheinlich gar nicht. So, Blaupause Mikrochip. Neuen Bauplan erhalten. Abbaugeschwindigkeit T4. Und? Einen zweiten GPS-Satelliten T2. Den müssen wir natürlich hochschicken. Das ist schon mal klar.
So, erstmal machen wir uns den T4-Abbaugeschwindigkeit. Aber wir müssen uns erstmal entleeren, ne? Das ist schon mal auch klar. So, erstmal die Superlegierung wieder wegtun. So. Alu kommt hier rein. Wofür brauche ich denn das ganze Schwarzpulver? Ich loote in letzter Zeit so viel Schwarzpulver. Da denke ich mir immer, okay. Für irgendwas muss das ja gut sein, ne? Ach du heiliger Strohsack. Haben wir hier noch Platz? Jetzt wird wieder gegruselt, Leute. Nein! Nein! Oh, moin! Okay, die ist auch schon voll, die Kiste. Ich glaube, ich brauche einen Gruselschrank hier. Brauche ich alles später? Ja, das habe ich mir jetzt auch gedacht, dass man vielleicht irgendwie Leichen findet oder so, Xankor, ne? Das wäre halt cool, ne? Ja, ich auch, Pittichen. Hab mir das Game auch gegönnt. Ich feiere das mega, bin süchtig nach Farmen. Ja, Oliver. Wir haben auch schon, boah, sehr viele Stunden zusammen. Heute war das gewesen, Racker. Aber wir können auch morgen. Mir ist es gleich. Gruselig. Ja, halt realistisch am Ende, ne? Ich baue jetzt hier noch mal einen Kuschelschrank hin. Und weiß nicht, ob das richtig ist, was ich hier mache. Ein Gruselschrank. Da ist jetzt sowas drin. Ja, so. So, dann gehen wir wieder hoch. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich schon genug Bäume habe. Reicht nicht auch einmal ein Baum? Oh, wir haben die eine Baummarke auch noch nicht bekommen, ne? Die müssen wir natürlich auch noch finden. So. Mach dir für alle Schränke. Oh, ich weiß. Ja, Loot tut gut, Crazy Wheel. Richtig. Und moin. Ah, okay, Raka. Nee, nee, dann heute Abend, ja. Chefin, kann mir einer Tipp geben, wie ich Phasmo schaffe, bekomme das irgendwie nicht hin mit den Geistern. Oh je, Freak. Die haben sich so dermaßen krass verändert, Freak. Das kann ich dir gar nicht sagen. Wie gesagt, wir tun das auch nochmal am Freitag spielen. Früher bist du da locker durchgegangen und wusstest genau, wenn das und das passiert, ne, bla bla bla. Und jetzt ist es halt gar nicht mehr so, ne? Ich weiß nicht, ob die das dann noch mal geändert haben, dass du jetzt wenigstens die Möglichkeit hast und die siehst. Die hast du ja auch eine Zeit lang gar nicht gesehen. Es ist sehr schwierig. Kannst noch mal am Freitag mit uns gucken. Und bin ich gespannt, ob wir dir da vielleicht irgendwelche Tipps noch geben können, ne? Ja. So. Düdelü, düdelum. So. Water. Zack. Oh, oh, Racker. Zensi hat sich eingespielt. Die war heute früh nicht so gut drauf. Das ist jetzt schon wieder länger her, weißt du? Oh, oh. Im Grunde ermittelst du genauso wie früher. Problem ist, dass die Geister schnell den Raum wechseln können. Richtig.
Das stimmt. Die sind unberechenbarer jetzt. Ja. Ja, ich weiß, Maria. Müsste ich machen, ne? Habe ich auf meiner Liste stehen. Freitag ist auch Streamfreak, ja. Einfach mal in den Streamplan reinschauen. Wir machen eine Horrornacht. So, jetzt habe ich mal ein bisschen wieder was davon hergestellt. Da geht noch nichts. Der Nahrungszüchter, Freischaltung bei 5. Ach du Heiliger, 35. Ist ja Wahnsinn. Ach so, warte mal, ich wollte noch kurz hier rein. Ach so, das einmal hier holen. Einmal hier holen. No, zack. Und flupp. Und es wird wirklich halt eine Horrornacht werden, weil wir wollen halt vier verschiedene Horrorgames zocken. Und wie ihr kennt das ja bei Phasmo, da brauchst du schon so ein paar Runden. So ein, zwei Runden hast du manchmal und auf einmal gehst schon wieder eine Stunde rum. Es geht nicht mehr so schnell wie früher, dass du irgendwie so für eine Runde 10 Minuten gebraucht hast. Also es wird lang gehen. Ja. Nehmt euch alle was hier, Käffchen und so, ne? Dass es hier rund geht. So, Bakterienprobe. Ich wollte noch mal hier Superlegierung. Wollte ich nämlich auch noch mal machen. Oh, stopp. Schwefel haben wir hier. Brauche ich aber ein bisschen mehr. So, zack. Ups. Ja, stimmt. Stimmt schon, was ich hier mache. Wie viel habe ich noch auf der Hand von dem Zeug? Zwei. Zinilein! Good morning in the morning! An dich habe ich auch schon gedacht. Wo du steckst und so. Und wie es dir geht und so. Was gibt's Neues? So. Jetzt brauchen wir noch Raketen. Ihr wisst, was ich vorhabe, ne? Wahrscheinlich, oder Leute? Habt ihr einen Plan? Ja, ne? Ihr habt doch einen Plan. Klar. Du Pelzer Nachbar, genau. Was? Quatsch, Freak, lass dir von der Chefin nichts erzählen. Es gibt keine Horrornacht. Es gibt die Lass uns Chefins Puls auf 500 bringen Nacht. Oh Gott. Ja, Baumsamen wollte ich auch machen. Nee, ich will jetzt noch ein paar Raketen hochschießen. Richtig. Ja. Das will ich jetzt noch machen. Auf alle Fälle noch mal Biomasse und Sauerstoff. Das ist nicht schlecht, wenn man das macht. Und das sollte ja eigentlich, wenn ich das jetzt hier so sehe, sollte ich hinkommen mit dem, was ich auf der Tasche jetzt habe. Ei, gut geht's und selbst hatten wir ach du Scheiße. Xeni. Was? Icarus zugeleitet, kam Hilferuf mein Bruder, deswegen war ich ein paar Tage nicht in der Schene hinnäpals. Was hast du?